Sperrzylinder der Hinterachse Schrott war, ist der von der Vorderachse noch top. Den habe ich ausgebaut, schön gefettet. Habe allerdings jetzt schon zwei neue gekauft, schon da lackiert, weil die sind natürlich nicht lackiert vom Werk aus. So. Eine Kappe habe ich auch rekonstruiert, habe ich jetzt aber auch zwei neue bestellt. Die Altteile kommen dann in die Ersatzteilliste. Ja, vorne kann ich jetzt auch schon ein bisschen das wieder an die Hydraulik anschließen. Die ist jetzt auch komplett fertig. Original waren die hier mit so komischen Schellen geklemmt, fand ich aber ein bisschen unpraktisch, wenn du mal was hast zum Abdichten. Deswegen habe ich hier einen Spezialhalter gebaut, der sitzt hier hinter. Hier geschweißt, der ist dann hier dran geschraubt. Und dann mit VA-Schellen die Rohre fixiert, dann kann ich die ohne Probleme, wenn mal was ist, Schlüssel ansetzen, lösen. Und ich komme auch besser ran, weil die jetzt etwas weiter auseinander sind. So, falls noch jemand mal hier reingucken möchte, bevor der Motor kommt, einmal noch einen Blick in den Rahmen. Auf der einen Seite vorne, auf der anderen Seite vorne. Hier sieht man das Zylindergedöns, hier noch das fehlende Ventil. Dahinter habe ich natürlich jetzt auch vernünftig lackiert, entrostet und grundiert. Mein Getriebe hat jetzt auch eine Entlüftung. Einfach über eine Messingverschraubung habe ich einen Schlauch hier hochgelegt. Der ist hier nachher mit dem Strap fixiert, da wird wohl kein Dreck hinfliegen. Und dann ist das auch relativ einfach und simpel gelöst. Ja gut, die farbigen Leitungen kennt ihr ja schon, sieht nachher keiner, aber man findet sich schneller zurecht und die Farbe hatte ich noch liegen. Druckluftanschlüsse sind jetzt auch wieder dran, neue Schläuche verlegt, hier hinten die gesamte Hydraulik ist auch fertig. Die Gelenke habe ich nicht gewechselt, die sahen noch top aus, die habe ich natürlich sauber gemacht, entrostet, neu lackiert. Kriegt man im Moment auch nicht. Die Scheibe für die Regelhydraulik habe ich neu gemacht. Die Schellen natürlich auch. Hier nochmal ein Blick von der anderen Seite. Den Zylinder habe ich nicht neu gemacht, den habe ich nur neu gereinigt, gefettet. Soweit fertig. Passt. Ja, hier nochmal ein Blick von hinten. Hydraulik fehlt noch. Zylinder sind schon dran, die werden mir hier bloß im Weg. Die kommt nachher am Schluss ran. Der fehlende Halter ist auch wieder montiert. Jetzt hier mal der Blick von der anderen Seite. Ja, an alle möglichen Schraubenteile, wo ich irgendwas verbinde. So wie hier zum Beispiel. Oder da. Oder hier zwischen. Kommt immer Hohlraumversiegelung, damit es dazwischen auch immer trocken bleibt. Hier habe ich die Schraubenköpfe auch mit Hohlraumversiegelung nach dem Lackieren eingesprüht. Das heißt, hier ist schon überall Wachs. Ist ja auch egal, guckt eh keiner hin, Hauptsache gammelt nicht wieder. So, der Luftschlauch zur Achse ist auch schon neu gelegt. Hier kann man schon sehen, hier oben ist auch wieder ein bisschen Wachs noch drauf. Sieht man schon, kann man so wegreiben, bleibt aber drauf, ist nachdem gewachst worden. Hier ist es ein bisschen blank, weil das musste ich jetzt hier, weil das Ventil raus war, musste ich hier entrosten und musste hier natürlich streichen. Hier ist übrigens der Hebel, der lässt sich dann leicht rüber drücken. Und man kann auch die Achse sperren, funktioniert super, alles Paletti. Und da kommt jetzt das neue Ventil bzw. der Zylinder rein. Ja, der gelbe Druckluftanschluss auf der anderen Seite ist auch fertig. So langsam wird's. Bis da ist der Kabelbaum fertig. Jetzt muss ich noch den Kabelbaum neu machen, der nach vorne führt. Aber die Innenleitungen sehen auch top aus. Nur diese äußere Hülle, die kommt neu. Das mache ich dann im Prinzip genauso wie hier, im Prinzip mit dem Textilgewebe und dem Textilband und innen kommt ein Nylonschlauch. Das ist dieser Nylonschlauch, der ist vorgeköpft, der ist offen, den kann man darüber ziehen, dann zieht er sich zusammen und da kommt dann Textilband drumherum und den gibt es in verschiedenen Stärken, auch für Einzelleitungen. Sehr strapazierfähiges Material und in Verbindung mit dem Textilband ist das eine Top-Lösung. Anschließend kommt dieses Textilband darum und dann ist der Kabelbaum top. Ja, hier nochmal, weil Fragen waren. Der hatte vorher eine Zusatzheizung, die war aber grottenschlecht montiert.
Hier sind im Prinzip ein paar T-Stücke reingekommen. Hier ist die Wasserpumpe. Und hier sind die Schläuche neu verlegt. Das heißt, die Schläuche sind ja alle neu. So, und dann habe ich hier vom Vorbesitzer, war wirklich laienhaft, hier ein Loch reingeschnitten worden und so ein Kantenschutz umzu. Das sah wirklich grottenschlecht aus. Das habe ich jetzt mit Resitrix eingefasst. Und die Schläuche sind jetzt hier sauber verlegt, können hier an die neue Heizung kommen. Die steht dann nachher hier unterm Beifahrersitz. Und lässt sich dann einschalten, damit man auch im Winter richtig Heizleistung hat. Weil die andere Originale, die da oben irgendwann wieder reinkommt, die liegt jetzt noch auf dem Anhänger, soll leistungsmäßig nicht so prickelnd sein, habe ich mir sagen lassen. Gut, man muss dazu sagen, beim Vorbesitzer war die auch verschlammt, da ging gar kein Wasser mehr durch, dann wird die natürlich auch nicht viel geleistet haben. Auch das habe ich behoben. Ja, was mir noch fehlt, ist für den Rücklauf eine Schutzkappe. Eventuell mache ich das auch anders, da soll es auch was anders geben, da muss ich mich nochmal schlau machen. Eventuell wechsle ich das nochmal aus, damit hier auch eine Schutzkappe drauf kommt. Weil hier habe ich die Klappdeckel, die finde ich einfach praktisch. Besser wie die Gummiproppen zum Reindrücken. Vorne geht es ja nun mal nicht anders, weil da kein Platz ist für die Dinger. Ja, und wie schon gesagt, habe ich überall Feuerschutz drum gemacht. Das heißt, man sieht das hier an den Stellen, hier, da, da, dass nichts vibriert. Die Schellen sind jetzt alle mit Gummieinlage, damit auch da keine Scheuerstellen entstehen mit den Jahren. Das sollte eigentlich etwas länger halten, wie es original war. Gut, nochmal von unten den Drehsitz, aber das habt ihr ja schon gesehen. Da die Rolle, die drückt dann nachher hier drauf und betätigt dann im Prinzip, beziehungsweise drückt rauf und runter und gibt Gas und nimmt Gas weg. Das habe ich hier nur als Schutz drauf, damit ich beim Raufsteigen nicht meine schönen neu lackierten Stellen beschädige. Das wollte ich vermeiden. Hier nochmal ein Blick von oben auf die neuen Zylinder und auch auf die Farbmarkierung. Das heißt, die Farben, die wir hier haben, die finden wir hier nochmal markiert wieder, lackiert. Dann weiß man auch da Bescheid. Gut, die Leitungen liegen auch schon mal nach vorne zum Hydrauliköltank für die Lenkung. Hier liegen die Wasserleitungen. Von da geht es am Motor. Die Kupplungsleitung muss ich noch verlegen. Die liegt da schon, die neue. Das heißt, bis da ist schon alles neu. Und der Rest kommt auch noch. Ja, das ist im Moment der Stand der Dinge. Sieht zwar immer noch nicht viel weiter aus, ist es aber. Sehr viel weiter. Weil man glaubt gar nicht, was das für Zeit braucht, wenn man das vernünftig macht, den ganzen Scheiß hier einzubauen. Achso, das ist hier übrigens das Textilband, was nachher anschließend über das Nylongewebe für den Kabelbaum kommt. Kommt in diesem Falle von Coroplast, gibt sicherlich andere Hersteller auch. Der neue Tank, der steht hier auch schon mal bereit. Die Gummilaschen, die hier drunter sitzen, kommen hier nicht wieder drauf. Weil die sind ziemlich ramponiert und die gibt es sicherlich nicht mehr. Ich klebe nachher hier Streifen von Resitrix drauf, wo dann die Schellen, die neu lackierten Schellen quasi nachher drüber gehen. Und der Tankdeckel, der hat zwar eine Beule, aber der glänzt. Guck mal, wie der glänzt. Ist das nicht schön? Ja, Frontblech kennt ihr alle. Frontschürze steht hier auch schon gestrahlt, grundiert und lackiert rum und wartet auf den Einbau. Ebenso wie ein paar andere Teile hier noch auf den Einbau warten. Das ist der alte Blinkhebel, das ist der neue. Altes Handbremsventil, neues Handbremsventil. Das war nicht mehr reparabel, deswegen hier ein neues. Die anderen sind alle gereinigt und die flutschen wieder. Für die Achsen, die Wellen, habe ich passende Manschetten gefunden. Die sind zwar ein bisschen größer wie original, aber das ist der Platz, die kommen da drauf. Ja, diese Teile sind alle lackiert. Ein paar Schlösser sind natürlich neu, wenn die verschlissen waren. Die Hebel sind alle lackiert. Warten auf Einbau. Gut, das sowieso. Hattet ihr alles schon gesehen. Hier alles lackiert. Hier liegen die neuen Lampen. Da ist der Scheibenwaschbehälter mit Zubehör. Ja, und hier ist das Highlight. Immer wieder gern gesehen. Mein Maisgrill. Neues Blech. Neu gekantet. Ist das nicht schick? Und es glänzt. Dann kommt er nachher ohne Schrauben
der kleine Stern drauf. Kommt noch eine Halterung hinter. Und das Besondere ist, hier oben mache ich was hinter, aber auch so, dass das nicht geschraubt wird. Kommt so eine Abkantung hinter und dann kommt der kleine Stern da oben drauf. Der kleine und der große. Ja, Armaturenbrett, ich sag mal Waschtisch, auch soweit fertig. Neu lackiert. Anode Spägel, habe ich für gekauft. Motorhalterung. Hydrauliktank für Lenkung, auch schon lackiert. Natürlich mit Akzenten, wie sich das gehört. Ja, die ist auch wieder rekonstruiert. Da fehlt mir jetzt noch die Manschette, passt. Die habe ich gedacht, die passt nicht. Die andere ist ein bisschen weiter, die kriege ich da nicht rüber. Da muss ich mir noch was anderes besorgen. Die ist noch top. Bautenzüge sind geschmiert und gefettet und auch von Farbe gereinigt. Die sind eigentlich alle noch top. Hier habe ich jetzt so Kappen gefunden. Die kommen da oben drauf, weil die alle weg waren. Das sind die Kappen, die passen super auf die Bautenzüge. Dichten die ab und da kommen sie her. Die sind von einer Simson, von einem Moped. Haben genau 10 mm, passen hier also nachher rüber und der Bautenzug geht da durch. Ja, Bautenzüge habe ich genug. Vom Vorbesitzer habe ich noch 3-4 Stück. Ich suche mir die besten raus. Einige habe ich schon lackiert. Ich habe sie jetzt schon von Farbe. Die meisten habe ich von Farbe gereinigt, müssen nochmal grundgereinigt werden. Die brauche ich also nicht auswechseln. Das ist alles tippitoppi. Eine Herausforderung in jedem Falle werden noch die Spaßdinger hier, weil, wie man sieht, muss das kleine Loch so groß wie das und diese Hülsen, die müssen da, nicht da, das wäre ja noch einfach, das ist das alte Ding, da reingepresst werden. Das wird noch spaßig. Naja. Aber ja, hier sind so diverse Kleinteile, Kabeltüllen und so weiter. Luftfilterdeckel habe ich auch schon mal sauber gemacht. Natürlich wieder mit Akzent. Logisch. Überall kommen Akzente rein. Muss sein. Ja, da ist jetzt auch das neue Lager drin. Neue Simmerringe. Die ganzen Wellen warten auf die. Und hier sieht man schon, da habe ich mal so eine Kappe raufgeschoben. Die passt da super drauf. Da kommt natürlich noch ein Strapstum, dass das nicht runterrutscht. Dann hat man da super Staubschutz. Die Wellen, die liegen hier schon alle. Und das muss da noch ran. Der neue Zusatzkompressor liegt hier auch noch. Der muss auch noch ran. Mit dem ganzen Gedöns. Und mein neuer Hauptschaltgriff. Ist der nicht schön? Ist der nicht schön? Mein Gott, ist der schön. Ja, hier sind auch diverse Neuteile. Unter anderem sah das scheiße aus. Unten ist das zwar noch gut, aber oben sah er scheiße aus. Also nützt nichts. Kommt ein neuer her. Ja, hier sieht man den alten defekten Sperrzylinder von der Hinterachse. Da habe ich jetzt schon eine Woche jede Menge WD-40 drin gehabt. Der rührt sich nicht mehr. Der sitzt richtig fest. Der ist total vergammelt. Aber die neuen sind ja da und werden jetzt eingebaut. Ja, neue Batterieanschlusskabel für Masse und für Plus gibt es auch. Knochen kommt auch dazwischen. Liegt hier schon alles, diverse Kabel und ein bisschen mehr Sound. Hinterm Maisgrill ist ja Platz. Ich mache das nicht leiden, wenn das da wie irgendwo oben auf der Haube sitzt. Finde ich auch unpraktisch, aber das Maisgrill hat Platz, da kommt das hinter. Luftleitung liegt schon. Ja, hier noch Reste von den Schläuchen. Da brauche ich noch ein paar von. Diverse Dichtungen, diverse Schrauben. Schrauben kommen natürlich alle neu. Hier die Fittinge. Auch diverse Kantenschutzteile, die vielleicht vom Werk nicht dran waren, kommen jetzt dran. Schläuche, einige Ölschläuche müssen noch gewechselt werden, das heißt Rücklaufschläuche. Armaturenbrett neu lackiert, soweit auch fertig. Dichtringe für die Armaturen. Ja, ich habe die Armaturen selbst fertig gemacht, entrostet, den Kranz hier runter gehabt, lackiert. Von unten sieht es ein bisschen urig ausgebörtelt, ging aber nicht anders. Ja, Gebläse auch gereinigt, da ist ein neuer Motor reingekommen, sicherheitshalber. War zwar nicht kaputt, aber die Kohlen waren ziemlich eingeschliffen, der ist auch fertig. Gut, da hinten, das muss ich noch verkleiden, das habe ich jetzt erstmal nach hinten gelegt. Schaumstoff kommt dann in
braun, Kunstleder verkleidet. Ja, der neue Sitz steht hier auch schon und wartet auf Einbau. Also den alten wollte ich da jetzt nicht wieder reinmachen. Das ist der Original Isri, der auch drinne war. Ja, Kommunalplatte liegt hier auch schon, gestrahlt und grundiert und neu lackiert. Da haben wir hier haben wir so eine Ecke reingesetzt, weil mir diese Streben hier so ein bisschen zu piddelig waren. Ich meine, das ist ein, was weiß ich, 15 mm Material, aber da haben wir hier so Ecken eingeschweißt, die das Ganze ein bisschen aussteifen, damit das auch richtig stabil ist, weil da soll nachher die Fronthydraulik dran. Weil die Kommunalplatte habe ich auch beim Unimog, dann kann ich die Fronthydraulik bei beiden Schleppern nutzen, je nach Bedarf. Ja, nochmal was zum Farbton. Das ist der Original-Farbton. Jetzt ist hier ein bisschen Staub drauf. Das muss alles ein bisschen poliert werden. So ist der Original-Farbton. Natürlich Hochglanz. Der ist von meinem Lacker allerdings entsprechend gemischt worden. Man sieht hier ungefähr so, was für eine Farbwiedergabe oder Farbstufe das ist. Sieht schon top aus. Ja, die Löcher in der Kabine, die sind jetzt vorne drinne. Außerhalb der Kabine, da haben die Zusatzscheinwerfer gesessen und hier die Halter der Rundumleuchten und die kommen da auch wieder rauf. Ja, das sind die Halter der Rundumleuchten. Die sind auch gestrahlt, grundiert, lackiert. Und das Besondere, die Rundumleuchten, die haben schon was Besonderes. Erstmal haben die eine relativ große Kuppel, die habe ich auch rekonstruiert. Die sind mit einem Kunststoff-Klarlack behandelt, damit die wieder gut aussehen. Und das Besondere bei diesen Rundumleuchten ist eben die Technik. Die gibt es heute gar nicht mehr. Die haben hier Lupen und innen drinne sitzt dann nachher die H1-Lampe. Da kommt natürlich noch etwas verstärkter rein. Das Ganze wird motorgetrieben gedreht. Ist jetzt verstaubt, aber auch Kunststofffarbe neu lackiert. Das ist halt was Besonderes. Die funktionieren super und die hat nicht jeder und deswegen kommen die da wieder rauf. Das gleiche gilt für die runden Scheinwerfer. Auch hier die Halter. Strahlt, grundiert, lackiert. Die Gehäuse gestrahlt, grundiert, lackiert. Und die Reflektoren sind noch verpackt hier in der Reflektorklinik, komplett neu gemacht. Das sind Originallampen aus der Zeit. Und die saßen da oben drauf und die kommen da wieder drauf. Gut, logisch, alle Leuchten von Hella kommen natürlich neu, die kriegt man ja noch leicht, das ist ja kein Problem. Kommen dann in die schönen lackierten Gehäuse, dann sieht das gut aus. Die anderen Lampen kommen auch neu. Hinten kommen klassische Halogen-Rückfahrscheinwerfer bzw. Arbeitsscheinwerfer auf die Kotflügel. Oben an der Kabine sind auch welche im Einbaubereich. Ja, der einzige farbliche Stilbruch, hatte ich auch schon mal gesagt, sind hier die Gitter. Die waren eigentlich bei dem Original auch grün, aber ich wollte oben an der Kabine einen kleinen Akzent haben und deswegen habe ich die schwarz lackieren lassen. Das sind die Streben von den Türen. Hier sieht man ganz deutlich, dass die Scheibenführung hier hat das Material. Durch das Strahlen ist schon richtig viel Material raus, aber es ist immer noch dick genug, kein Problem. Und da, wo es durch war, haben wir es geschweißt. An einer Stelle mussten wir einen schweißen. Ansonsten sind die auch jetzt lackiert und werden dann entsprechend gefettet. Hier kann man es auch nochmal deutlich sehen, wie da die Korrosion gewirkt hat. Und durch das Strahlen wird das Material natürlich abgetragen. Das passt schon. Ja, es ist immer noch relativ viel auf dem Grabbeltisch. Aber man wundert sich, was diese Kleinigkeiten, wenn man da akribisch vorgeht, für Zeitkosten, das neue Masseband, das alte daneben. Das neue ist ein bisschen länger, aber wie man sieht, gibt das ja nach. Konnte kein passendes kriegen, musste aber die Amperezahl haben, deswegen habe ich dies genommen. Ja, Scheibenwischmotoren für die Heckscheibe, für die Frontscheibe. Da habe ich leider noch nicht die passende Gummikappe gefunden. Da muss ich noch suchen, weil da hat man wohl zwei verschiedene Motorentypen verbaut und die normale Gummikappe ist kleiner, passt hier nicht rüber. Suche ich noch. Da liegen zwei neue Schalter drin, die kommen an den Drehsitz fürs Umschalten des Lichts oben und unten. Da war vorher so ein Stecker zum Umstecken, finde ich unheimlich unpraktisch. Kommen jetzt zwei Schalter rein und fertig. Das Teil hoffe ich nie zu brauchen, weil das ist diese Pumpe für den Startpilotbehälter am Motor. Sollte aber alles wieder ordentlich funktionieren, deswegen habe ich das auch rekonstruiert.
sauber gemacht, gefettet, funktioniert alles super. Die Ventile sowieso. Ach so, ja, ein Tipp. Die Schubmanschette habe ich gedreht, die saß erst anders. Die saß so ein bisschen versetzt. So soll sie eigentlich richtig sitzen. Das heißt, der Knickpunkt soll hier sein, an dieser Stelle, weil wenn man das nach oben dreht, dann kann er sich hier nicht gut knicken. Das heißt, das sollte genau waagerecht sein, so wie es jetzt montiert ist. Dann ist hier oben ein Schlauchanschluss. Da kann man nochmal einen Schlauch nach oben machen, um zum Beispiel Luft drauf zu geben, damit, wenn man mal Wasser fährt, das quasi in der Achse ein bisschen Überdruck ist. Ja gut, Getriebe ist klar. Ist auch neu lackiert. Im eingebauten Zustand. Das war nicht so einfach. Fummelei, aber habe ich hingekriegt. Öle sind jetzt alle gewechselt, Getriebeöl ist auch neu. Demnächst braucht man die Schrauben auch nicht mehr suchen, weil das hat mich genervt, bis ich alle Schrauben gefunden habe. Das sieht man hier leicht, wo die Schrauben sind zum Ablassen. Insgesamt 3 am Getriebe. Alles Magnetschrauben drin. Ja, Hinterachse. Hier ist es schon nicht mehr ganz so blank, weil da habe ich schon überall Wachs reingesprüht, weil da oben fummelt man nachher nicht mehr so viel rum. Da ist auch schon Wachs drauf, das wird innen nachher komplett mit Wachs ausgesprüht, also mit Chromversiegelung, das ist ja nachher wie Wachs. Leitungen sind drinne. Ja, die Federspeicher habe ich ja selbst rekonstruiert. Das gibt es in meinem anderen Video, kann man sich angucken. Klar, Fahrerlager, Kabinenlager, neu. Dieser Schlauch, der war auch nicht so einfach zu finden. Ich hoffe, der passt. Der ist ein bisschen groß, aber ich habe mir mit den kräftigen Schellen so weit zusammengezogen und da da nicht viel Druck drauf ist auf dem Rücklauf, schätze ich, das passt. Ja, die Bestätigungsstange, also die habe ich jetzt auch rekonstruiert. Die ist zwar noch nicht richtig drauf, die muss noch ran. Die muss ich zigmal biegen, weil die immer am Schleifen war hier. Das sollte natürlich nicht passieren. Das ist quasi die Bestätigungsstange, die jetzt hier am Hydraulikventil dafür sorgt, dass die Regelung funktioniert. Das heißt, wenn die Hydraulik entsprechend sich verändert, drückt er hier auf das Ventil und macht im Prinzip nichts anderes, wie das, was ich hier mit dem Ventil oben mache. So, das war eine Biegerei, bis ich das soweit hatte, dass das richtig passt. Tut es jetzt aber soweit auch okay. Ja, Aufstiege und Seitenverkleidung warten jetzt hier nochmal auf den Einbau. Kann man hier deutlich sehen. Vielleicht noch eine Besonderheit bei den Aufstiegen, da haben wir auch diesen Lackschutz drunter, das heißt, da ist so ein Schaumstoff oder so ein Spezialzeug drunter gesprüht worden, bevor der Lack drauf kommt, damit man beim Aufstieg, wenn man hier mit den Füßen gegenkommt, das Ganze ein bisschen solider hat. Die Stufen fehlen ja noch. Hier ist der Aufstieg auf der Fahrerseite umgeändert auf 3-stufig. Habe ich versehentlich 2-stufig bestellt, den gibt es ja auch 3-stufig. Aber das habe ich falsch bestellt, deswegen haben wir es selbst geändert. Passt aber. Original sind 2 Stufen. Das ist nämlich die rechte Seite. Da steigt sowieso niemand aus, da kommen nur 2 Stufen hin. Aber da muss man schon erstmal große Schritte machen. Und zweitens ist die erste Stufe sehr weit oben. Gerade mit den 34 Zoll Rädern. Ja, Räder liegen hier auch lackiert. Kann man hier sehen. Soweit fertig. Warten auch auf den Einbau oder Anbau. Profil ist, würde ich mal sagen, boah, geht noch so. Pritsche ist auch fertig. Blechteile sind neu reingeschweißt. Hier sind noch die Zubehörteile für die Hydraulik. Die Rockhänger, die Unterlenker und die Seitenverstreckungen. Ja, hier liegen die neuen Kotflügel. Auch fertig lackiert, wie man sieht, Hochglanz, wie sich das gehört für so einen Truck. Und natürlich die Hauben, Seitenteile und natürlich auch in Hochglanz die Haube. Ja, hier noch die vorderen Kotflügel und ein hinterer und noch diverse Bleche, unter anderem das Pritschen-Zwischenblech. Hier sehen wir nochmal einen Kotflügel. Kann man sehen, auf der Pritsche habe ich das dann genauso gemacht. Das heißt, da ist erst so eine Strukturbeschichtung drunter gekommen, weil auf die Pritsche steigt man mal drauf. Das ist der Pritschendeckel. Und dann ist der Lack gekommen. Und dadurch ist das dann wie so
Kautschuk, was unterm Lack ist. Das macht den Lack natürlich bzw. überhaupt das Ganze wesentlich strapazierfähiger. Ja, dann haben wir hier noch den Donald. Der passt auf den Kühlerhalter auf. Der steht, oh, da ist ja, hat jemand drauf gegribbelt. Das geht ja gar nicht. Nicht? Bosse, du passt auch auf. Ja, ist lieb. So, das ist der Kühlerhalter. Der steht bei mir im Büro und wartet auf Einbau. Ein bisschen was muss ich auch zu sehen haben. Und hier natürlich ganz klar die entsprechenden Radkappen. Nicht mehr mit Blick auf die Öleinlassschraube oder auf die Radnabe, sondern mit Blick auf den Stern. Man kann ja die zwei Schrauben lösen, dann kriegt man die schnell ab. Nicht, Bosse? Genau. Ja, und hier eigentlich das wichtigste Teil. Guter Sound. Ein guter Sound. Der muss darauf. Geht gar nicht. Und jetzt kommt das Highlight. Das absolute Highlight. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ein Lederlenkrad. Jetzt ein bisschen gepolstert. Mit Farben, wie sich das gehört. Mit Sternchen in der Mitte auf der Kappe. Das heißt, hier schön Leder drum. Super, ist das schön. Tja, das ist im Moment Stand der Dinge. Und mir ist es jetzt eigentlich scheißegal, ob es noch 4 Wochen dauert, 6 Wochen, 8 Wochen oder 10 Wochen. Es wird vernünftig gemacht. Mittlerweile ist ein Ordner voll geworden, ein ganzer Ordner mit Rechnungen, Dokumentationen. Hier die selbstgemachten Aufkleber. Eingeschweißt habe ich schon mal nachher die Schmierstellenübersicht, dass jeder weiß, wo geschmiert werden muss. So ein paar wichtige Sachen, die kommen nachher auf den Schlepper, so wie hier der Luftplan. Mit entsprechenden Bezeichnungen. Ja, Dokumentation braucht man halt, wenn man sowas macht. Bedienungsanleitung wird leider gerade eingescannt, da bin ich gerade bei, dass ich die auch digital habe. Immer so nebenher, wenn ich mal Zeit habe zwischendurch. Ja, es kommen immer mal wieder Rechnungen, wenn es auch nur Kleinigkeiten sind, in diesem Falle 5 Euro. Da geht es um den 4 mm Schlauch, der im Prinzip von der Pumpe zu dem Startpilotbehälter läuft. Tja, und irgendwann soll er dann wieder so dastehen. Nur besser, technisch, schöner und haltbarer und faktisch mit dem neuen Motor.